Willkommen zurück, Leute, bei Tomb Raider 2. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Jawohl, das tun wir auch hiermit. Wir sind nämlich jetzt bei Bartolis Versteck. Also wir müssen ihn finden. Ich weiß gar nicht, ob es schon in dieser Runde passieren wird, ob wir ihn finden oder nicht. Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern dran. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich mal an. Ich weiß auch nicht, ob hier irgend so ein kleiner Schlägertyp rauskommt. Ich sehe auf jeden Fall Ratten. Ratten, Ratten. Okay, die Tür geht anscheinend nicht auf. Das finde ich cool. Ich weiß, dass man da hochgehen musste. Okay, noch eine Ratte und noch eine Ratte. Anscheinend gibt es hier sehr viele Ratten. Aber was zieht die? Oh, okay. Wir haben hier einen Schlägertyp. Schaut euch mal den Muskel an. Sieht der nicht sexy aus? So eckig, wie er ist? Noch eine Ratte. Wie sie sich aufstellt. Ich würde sie ja gerne am Leben lassen, ne? Aber irgendwie will sie sie nicht töten. Okay, meinetwegen. So, das möchte ich aber aufnehmen. Aha. Oh Mann. Ich will ihn mir mal genauer anschauen. Schaut euch mal an. Er hat einen Schlagstock. Die sehen halt alle gleich aus, ne? Aber echt cool gemacht. Echt cool. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier noch eine Ratte gibt. Ah, das waren zwei. Deswegen also. Wo ist das hier? Oh, stimmt. Da kommen wir ja auch noch hin. Da kommen wir auch noch hin. Ach, je. Okay. Ich glaube, da... Oh. Ist schon lange her. So, was geht hier jetzt auf? Okay. Und Schlägertypen kommen. Ich weiß gar nicht, konnten die irgendwo hochgehen auch? Wer sofort weiß, wo ich bin. Ich glaube, die konnten klettern, ne? Ja. Die konnten klettern, die Ärsche. Oh, der hat auch einen Medipack. Also wenn es nur Schlägertypen wären, ne, dann wäre es echt ideal. Mhm. Aber die haben ja meistens Waffen. Und ich habe, glaube ich, gar nicht mehr so viele. Nein, Schrotflinten, da habe ich zwei nur Patronen. Und bei der Automatik 99 M16, da haben wir noch keine gefunden. Verdammt. Zwei kleine Medipacks und große Medipacks haben wir 4 Stück. Und das geht eigentlich. Gut, ja. Schauen wir mal, wie viele jetzt kommen. Irgendjemand läuft da auf jeden Fall. Da! Ja, und der hat eine Knarre. Aber er sieht uns anscheinend nicht. Er ist zu blöd dafür. Komm, komm. Oh, er hat uns kurz gesehen, als wir gesprungen sind. Hm, der ist sehr klug. Jetzt weiß er nicht mehr, dass wir da sind. Er hat's vergessen. Anscheinend hat er Alzheimer. Oh, jetzt hat er mich wieder erwischt. Habe ich ihn jetzt getötet? Nee, der läuft noch, ne? Ach komm, Junge. Komm zu Mama. Jetzt habe ich ihn nur einmal. Ja, jetzt ist er tot. Ich weiß natürlich nicht, wie ich jetzt da hochkomme. Ich glaube, ich muss dazu rein. Ja, jetzt ist halt die Frage. Nehme ich jetzt meine Automatik? Ich muss hier, glaube ich, weil ich glaube nicht, dass ich das so schaffe. Ich weiß natürlich nicht, wie viele es auch waren. Ja, das ist so typisch. Was steht denn dort? Das ist wieder so typisch bei Tomb Raider 2. Man schaut rein, es ist keiner da. Und dann kommt, geht man auch wirklich rein. Und dann kommt die Masse auf dich zu. Okay, Masse war es jetzt nicht. Der ist ein bisschen verwirrt jetzt da oben. Er weiß gerade nicht, was er tut. Und möchte jemanden abschießen, weiß aber nicht wen. Jetzt ist er aber gestorben, weil er zu blöd war. Wo? Oh, da ist noch einer. Er versucht uns zu töten. Ist aber kläglich gescheitert. Noch irgendwo? Sieht gut aus. Ich hoffe, der hat hier Schrotflintenpatronen. Wie viele?
Zwei Stück, ja, der hat mir echt viele gegeben. So, schauen wir mal erst dahinter. Wie viel habe ich eigentlich von denen verschwendet? Okay, hab nur noch 61. Was sind das für stramme Burschen? Irgendwas höre ich. Wow, 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 Tiere, 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 Hunde. Ja, zwei Hunde, war es das? 39 Patronen habe ich noch. Haha, stimmt, es steht ja oben eigentlich da. Okay, hier ist nichts mehr. Ah, da ist ein Medipack. Das nehmen wir natürlich mit. Oh, leider nur ein... Oh, aber ich sehe was Gutes. Was Gutes sehe ich. Patronen haben wir gekriegt für unsere Automatik. Zwar nicht viele, aber das reicht uns. Das reicht uns vollkommen. Für die Erschler hier. Die kriegen wir schon hin. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Entweder rauf. Oder hier. Bin mir aber nicht ganz sicher. Werde ich da sterben? War mir so klar. Weiß nicht, ob ich erst hierher soll oder erst hoch. Ich weiß das nicht mehr. Aber ich glaube, da muss ich am Schluss hin. Also nach oben meine ich jetzt. Was mache ich denn? Komm, nimm mal eine Fackel. So, gehen wir mal so darum. Da! Bleib doch nicht einfach stehen! Spinnst du? Okay, das ist ziemlich... Aua! Was soll der Mist? Boah, hier ist es aber dunkel. Und jetzt habe ich meine Fackel auch noch fallen lassen. Ist da was? Scheiße, ich brauche eine neue Fackel. Na komm, zünde sie an. Hey, hat das gedauert. Ah ja, da. Wo sind wir hier? Da ist auf jeden Fall Wasser. Gut, machen wir mal auf. War das auf Zeit? Tut mir nichts, ich laufe nur vorbei. Ich laufe nur vorbei. Okay. Das weiß ich nicht, ob es hier noch neue Gegner haben wird, geben wird. Sieht aber fresh aus. Oh, 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 oh. Das wusste ich gar nicht mehr. Das habe ich schon wieder vergessen. Hier ist eigentlich alles auf den Kopf gestellt. Wie komme ich jetzt darüber? Ich sehe auf jeden Fall dort Patronen für mich. Konnte man das hier nicht ziehen? Ja. Gut. Stimmt. Und dann glaube ich wieder zu... Nee, das kann ich nicht machen, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so richtig war. Aber ich glaube schon. Noch ist es ja eigentlich ganz einfach, ne? Oder war ich früher so klein, dass es für mich so schwer war? Und es war gar nicht so schwer. Also das Spiel, wenn ihr wisst, was ich meine. Da kommt wieder die komische, schreckliche Musik. Irgendwas wird kommen, denke ich. Ach, Lara. Das dauert immer, das Klettern. So, wir schauen. 119 Patronen haben wir jetzt. Den haben wir ja schon kaputt gemacht. Der hat Schrotflintenpatronen. Wie komme ich da hin? Komme ich da überhaupt irgendwie hin? Moment mal. Ich weiß nicht mehr, ob man das holen konnte, aber irgendwie muss es ja gehen, wenn... Ja, aber dort hinten nicht. Springen? Da, da, aber da komme ich doch auch nicht hin. Ich würde sagen, wir lassen das, bevor ich jetzt hier... Und guck.
Aber ich speichere mal kurz hier ab. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das hier schaffe, rüber zu springen. Sie rutschte mich runter, genau so war's. Deswegen weiß ich nicht genau, wie es jetzt sein wird. Ich habe nicht mal geguckt, habe ich nicht mal. Verdammt, verdammt. Nun gut. Wir kriegen das hin. Muss mich nur irgendwie umsehen jetzt. Ah, okay. Dann weiß ich Bescheid. Hier ist keiner. Gut. Also mit der Kamera ist es ein bisschen hier blöde manchmal. Ich hoffe, die springt in der richtigen Zeitpunkt. Jawohl. Dann misch mal jetzt nur rüber und ich hoffe, du springst richtig ab. Da rutscht sie aber nicht. Gut. Kann ich mich da unten festhalten? Okay, ich schaue jetzt hier trotzdem mal nach, ob es irgendwas unter Wasser gibt. Wenn ich schon mal runtergefallen bin. Wenn es nämlich nichts gibt. Ne, da kann man nirgends rein, ne? Ne, dann machen wir schnell diesen, bevor wir jetzt nochmal hochklettern. Das muss ja nicht wirklich sein. Ich hoffe, es hat richtig gespeichert, ja. Oh Mann. Okay, es hat gepasst. Huiuiuiuiui. Ha, ich bin nun gerade am Überlegen, wie ich dann hier runterkomme. Bin ich schon da, ja. Springen. Nee, du springst jetzt nicht ab. Ich glaube, weil das Vordach nämlich ein bisschen weiter raus schaut als das andere Teil da. Vielleicht hier? Oh ja, hier kann ich runter. Ja, ein bisschen Leben hat's uns weggenommen. Oh ja, ich sehe, was auf mich zukommt. Nun gut. Da müssen wir jetzt durch. In das doofe Theater. Ich weiß gar nicht, ob da einer kommt, ob da einer kommt, ob da einer kommt. Die geben uns auf jeden Fall ein kleines Medipack. Ah, ja, die Droge war toll. So, weiter. Ich glaube, hier war jemand. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Hunde kommen ja immer ein bisschen vorher. Okay. Wir gehen mal außen rum. Vielleicht liegt da irgendwas für uns da. Wir haben auch noch so ein Pferdchen nicht gefunden. Ich glaube auch nicht, dass wir. Oh, Scheiße. Was? Woher kommt der auf einmal? Sterb doch! Alter Verwalter. Woher kamst du denn jetzt? Hier ist eine Tür. Die kann ich aber nicht aufmachen. Und der hat uns natürlich nichts dagelassen, ne? Du bist so ein Geizhals. Ein leerer Raum. Die Tür geht bestimmt gleich auf. Oder auch nicht, weil wir müssen nämlich raus. Scheiße. Oh, wir haben neue Patronen. Aber immer noch nicht Waffen. Das ist die Uzi, genau, die Uzi-Patronen. Bah, jetzt werde ich schon wieder so viele verschwenden hier. Oh, ich glaube, hier war auch was. Aber erst, wenn ich reingehe. Ja, ist doch klar. Vor allem, die kommen von der Seite. Oh Gott! Da! Spring, 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 Leute! Oh, Mädel, 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 Mädel. Wow. Okay.
Also ohne Sprengen hätte ich das bestimmt nicht geschafft. Der hat wieder nichts dabei. Und der hat auch nichts dabei. Was seid ihr doofe Schlägertypen? Ging's hier hoch? Nö. Wo muss ich denn dann hin? Ist diese Tür aufgegangen vielleicht? Nö. Bin ich blöde? Oder konnte man da irgendwie was ziehen oder so? Ah. Nee, nicht rausziehen. Das wird nicht funktionieren. Du musst reinziehen. Uah. War anscheinend ein bisschen schwer. Ich hoffe nur, wenn ich das jetzt da rein gezogen? Nein, das nennt man doch nicht gezogen. Reingeschoben habe. Dass da nicht irgendwie was kommt. Okay, wo sind wir jetzt? 7. Okay, für die nehmen wir das hier. Tut mir leid, Ratten. Uff, oh Gott, nein, Leute. Oh Gott. Ich weiß, wo ich bin. Okay. Hier muss ich auf jeden Fall speichern. Hier werde ich es, glaube ich, beim ersten Mal nicht schaffen. Das wird nicht funktionieren. Leben, ich weiß nicht, beim ersten Mal sterbe ich hier sowieso. Also, ich weiß jetzt natürlich nicht, wann das Ding hier angeht. Ja, war ja klar. Ah, jetzt habe ich es versaut, glaube ich. Wobei, nö. Wie viel Leben? Ich muss Leben nehmen, schon wieder. Ich habe jetzt alle Medipacks genommen. So, sobald ich hier, glaube ich. Oh mein Gott. Nein! Scheißdreck. Gut, nochmal. Ja, die Dinger gehen dann nämlich an. So, jetzt geht's wieder aus. So, jetzt schon. So, so. Oh Gott, ich hab's echt geschafft. Krass. Das finde ich cool. Der weiß wieder nicht, wo wir sind. Also der ist total ahnungslos. Die Hunde anscheinend auch nicht, aber die kommen ja sowieso nicht hoch. Aber jetzt weiß ich natürlich nicht, ob hier noch einer kommt oder nicht. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich rüber geschafft. Wundert mich. Ich prüfe nur. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Nun gut, lassen wir uns mal. Anscheinend kommt keine Überraschung mehr. Hat der uns was gelassen, der liebe Herr? Auch nicht. Mann, ey. Das ist manchmal echt doof. So, was ist hier? Da kann ich wieder hoch auf jeden Fall. Soll ich da runter? Gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier hoch müssen irgendwie. Ich bin nur gerade am Überlegen, wie das sein soll. Gar nicht. Ja, ich glaube, wir müssen erst runter. Wobei. Ich dachte eigentlich, hier rutsche ich runter, aber doch nicht. Erst darüber. Ach so. Nee, ich muss gar nicht runter. So, Lara! Leck mal den Hebel um.
Wo war das? Wo war das? Kann ich hier kaputt machen? Ach so, ja, ich weiß, wo das war. Ich muss jetzt hier einfach reinspringen. Ja, das war nämlich hinter dem Kamin. Nicht schreien. Okay. Da liegt irgendwas. Bücher! Wir haben hier jede Menge Bücher. Scheiße, wir haben doch gar keinen Schlüssel. No, würde sie gleich sagen. Nein. Nein! Na gut. Da ist auch eine Tür. Oh, da ist ein Hebel. Den habe ich nicht gesehen. Der ist ziemlich versteckt, ne? So, wo bin ich jetzt? Ui. Oh Gott, das wird ein Taucher. Oh Gott, ich brauche Licht, sonst sehe ich gar nichts. Na gut. Hoffen wir mal, ich ersticke nicht. Oder ertrinke. Patronen, aber ich will keine Patronen, verdammt. Oh nein! Ehrlich? Okay, dann nehmen wir das jetzt noch mit. Aber ich glaube, ich sollte mal zurück. Ich glaube, ich ertrinke. Ich werde sowas von ersaufen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oder auch nicht. So, jetzt habe ich aber nicht das geholt, was ich wollte, ne? Jetzt müssen wir mal kurz warten. Also das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Wie lange brennt denn die Fackel? Mal los, geh aus, damit ich eine neue anmachen kann. Okay, jetzt Fackel an und tauchen. Ich weiß nicht ganz genau, wo wir hin müssen. Oh, scheiße. Das war natürlich jetzt voll der Reinfall. Da ist nichts. Da auch nicht. What the fuck? Hier! Da! Okay. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ja. 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 Jetzt muss ich natürlich nochmal hier rumhüpfen. Frage ist aber, was mir das jetzt gebracht hat. Was hat mir das gebracht? Ich weiß nur nicht, muss ich jetzt hier hüpfen? Oder... Ich hätte nämlich dort auch rausschwimmen können. Ich würde sagen, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich bin mir nämlich jetzt nicht sicher, weil wir haben jetzt eigentlich nichts aufgesammelt, außer das goldene Pferdchen da. Ja, nun gut. Beim nächsten Mal sehen wir es dann hoffentlich. Ich krieg's vielleicht raus. Auf jeden Fall haben wir ein goldenes Pferdchen gefunden. Wir brauchen noch zwei andere. Und ja, wir sehen uns da. Also bis dahin. Tschüss.